auch wenn hier am Boxbäum sich das Biotop wieder kurzzeitig regenerieren konnte, heißt es nicht, dass es ein beständiger Bestand bleiben wird. Denn die massiven Regenfälle haben nur die obersten Schichten hier etwas aufweichen können und das Wasser, was vom Berg herkommt, sammelt sich hier in diesem kleinen Taleinschnitt, um dann weiter in das Schwarzbachtal abzufließen. Wir merken seitdem hier die Wälder gerodet worden sind, einen beständigen Wind, den wir so früher nicht kannten. Er sorgt dafür, dass die verhältnismäßig geringen Wasserbestände hier in der Bergregion verblieben sind mit der Wärme und der Sonneneinstrahlung. Sehr schnell wieder austrocknen. Denn die eigentliche Speicherkapazität stellte der Wald, der hier einmal stand, dar. Wir haben ein massives Problem mit dem Erkennen von Problemlagen, sogar mit Katastrophenlagen. Zu Beginn der Woche wurde in vielen, vielen Fernsehen- und Radiokanälen vor dieser Extremwetterlage gewarnt. Man sprach von Niederschlägen bis zu 400 Litern auf den Quadratmeter. Jedoch ist das St. Florians Prinzip, welches dem anderen die Katastrophe gönnt, immer noch vorherrschend. Wir sehen die massiven Schäden in Bayern, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Wir wissen noch nicht, wie viel Menschenleben diese Katastrophe bis jetzt gekostet hat und noch kosten wird. Die materiellen Schäden gehen in die Milliarden. Man hat in diesen Regionen erhebliche Probleme mit der Energie- und Trinkwasserversorgung, die auch nicht so schnell wiederhergestellt werden kann, wie man sich das vielerorts denkt. Wir haben ein Problem mit der Anerkenntnis der Natur. Die Natur kann nur bedingt den menschlichen Willen ertragen und aushalten. Dort, wo sie uns über Jahrzehnte und Jahrhunderte beschützt hat, ist dieser Schutz wirkungslos geworden. Die Bedingungen auf dem Erdball haben sich massiv verändert. Dies sehen wir in weltweiten Problemen in den USA, in Kanada, in Südamerika, sogar im Polarkreis und Sibirien. Wir haben die letzten 40 Jahre diese aufkommenden Probleme massiv ignoriert, haben die Gier nach mehr immer weiter getrieben, so dass der Erdball kaum noch in der Lage ist, sich zu
zu regenerieren. Es wird uns langfristig nichts anderes übrig bleiben, als wie auf massiven Luxus, wie Reisen, wie Mobilität, Energieverbrauch zu verzichten, bis ausreichend regenerative Energien hergestellt worden sind. Wenn man hier in die Täler hinunterschaut, sieht man in aller Deutlichkeit, wie gefährdet die Menschen hier in den Tälern vor solchen Überflutungen sind. Der eine oder andere Ort wird nicht so schwer getroffen werden, aber desto tiefer man in das Tal hineinschaut, sieht man die Talsohlenbebauung in aller Deutlichkeit. Hier wären wahnsinnige Schäden zu erwarten, die man in keiner Form beziffern kann. Diese gerodete Fläche hat etwa eine Gesamtgröße von 100 Hektar. Somit kann man sich über die Flächen mal ein Bild machen, wenn hier 100 oder 200 oder noch mehr Liter Wasser auf die Berge einwirken, was dann geschehen wird. Kann sich wohl jeder ausmalen. Vor 48 Stunden ist hier der letzte Regen gefallen. Der Boden ist nur noch leicht handfeucht. Wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen schon wieder sehr staubig sein. Die nächste Problematik folgt nach der massiven Dürre der letzten Jahre, in dem gewaltige Regenmengen hier in den Mittelgebirgen dazu führen, dass Erosion entsteht. Die feinen Humusdeckschichten in unseren Wäldern werden von massiven Regenfällen talwärts gespült. Hier im Schwarzbachtal am oberen Ende des Fellerdiller Holzes sind weitgehend alle Fichtenbestände gerodet worden. Wir sehen, dass das Waldsterben in unverminderter Form weitergeht. Auch immer öfter ist zu beobachten, dass Laubbaumbestände extrem unter dem Ozon, welches sich bodennah befindet, extrem leiden und langfristig absterben werden. Wenn man sich diesen Birkenaufwuchs ansieht, sieht man, dass hier nur noch wenige Blätter sichtbar sind, die gesund sind. Viele Blätter haben diese Birkenschößlinge schon abgeworfen. Man sieht hier und da ein Blatt mit Gelbverfärbung, die sich aufgrund der Einwirkung von bodennahem Ozon die Poren verschlossen haben und die Sträucher hier ihre Bestimmung, Sauerstoff zu erzeugen, nicht mehr so richtig nachkommen können.